Heute soll es einmal um das Thema Demenz gehen. Was ist eigentlich eine Demenz? Ich gehe mal davon aus, dass du da schon gewisse Vorstellungen zu hast. Ich habe ein paar Notizen gemacht, dass ich dir ein bisschen was darüber erzählen kann und wir gemeinsam mal in dieses Thema eintauchen, weil ich hätte das Ziel, dass ich vielleicht deinen Blick ein bisschen erweitern kann zu diesem Thema Demenz, auch in Bezug einerseits auf das Fachliche, was bedeutet jetzt, was ist eine Demenz, und auf der anderen Seite aber auch, was bedeutet das in der Therapie, was bedeutet das mit Angehörigen, also wie breit ist dieses Feld eigentlich aufgestellt, auch im Bereich der Hilfestellung, mit denen wir dann als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu tun haben. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Mission, unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Deswegen mache ich auch diese Videos hier, um denjenigen, die sich für das Berufsbild interessieren, also das könnte für dich interessant sein, wenn du dich für das Berufsbild Heilpraktikerin für Psychotherapie interessierst, dass du mal schaust, aha, sind das so Themen, die mich interessieren. Und auf der anderen Seite, wenn du mittendrin bist in der Ausbildung, hoffe ich, dass ich dir nochmal so einen, ja, einen anderen Blick vielleicht für ein Störungsbild geben kann, sodass du für dich nochmal so ein, zwei Dinge mitnehmen kannst. Also lass uns mal kurz darauf schauen, Demenz. Was verbindest du denn mit dem Begriff Demenz? Was fällt dir dazu ein? Ich liebe es ja, also das ist ja meine Intention, dass ich gerne unseren Schülern beibringe, sich selber Fragen zu stellen, weil das Gehirn ist nicht so sehr immer darauf ausgelegt, Faktenwissen sich zu merken, das kennst du vielleicht noch aus der Schule, sondern das Gehirn möchte denken, es möchte sich Fragen stellen und möchte in einen Denkprozess gehen, und wenn wir es selber durchdenken, dann können wir uns die Dinge besser merken. Und deswegen möchte ich der Anreger für dich sein, deine Gehirnzellen anzuschmeißen, ein bisschen Psychogymnastik zu machen, um dann gemeinsam dieses Phänomen ein bisschen greifbarer zu machen. Also lass uns darüber mal kurz ein bisschen sprechen. Demenz, dann fällt vielen, vielleicht geht es dir genauso, der Begriff Alzheimer-Demenz an. Und Alzheimer-Demenz, ja, was verbinde ich damit? Ah, Vergesslichkeit. Okay, führt zum Tod, hat vielleicht etwas mit alten Menschen zu tun. Menschen werden immer älter bei uns. Aha, also werden wir in der Zukunft uns auch immer mehr um dieses Thema Demenz kümmern müssen. Vielleicht fällt dir jemand ein, aus deiner Familie, aus deinem Bekanntenkreis oder auch prominent, wo du weißt, oh, diese Person hat eine Demenz gehabt oder eine Alzheimer-Demenz. Ja? Wir gucken uns das gleich mal ein bisschen an. Was bedeutet denn das? Oder ist das immer das Gleiche? Oder gibt es verschiedene Demenzen? Und was verbindest du damit? Und mir zum Beispiel kommt sofort meine Oma. Meine Oma ist sehr alt geworden und hat Demenzsymptome entwickelt, hatte eine Alzheimer-Demenz, und das hat mich damals sehr, sehr geprägt. Warum? Was mich besonders geprägt hat, ist, dass meine Mutter sich sehr intensiv um meine Oma gekümmert hat. Meine Oma hat allein gelebt. Mein Onkel hatte eine Schwerbehinderung, der ist vor ihr gestorben. Und ich glaube, du kannst vielleicht nachvollziehen, das Schlimmste, was passieren kann im Leben, ist, wenn dein Kind vor dir stirbt. Das ist hochgradig belastend. Das war für meine Oma damals auch so. Sie hat ihn jeden Tag gepflegt. Wie gesagt, er hatte eine Behinderung, eine körperliche Behinderung. Und er ist gestorben und man merkte danach, dass es so ein bisschen auch abwärts ging mit ihr. Und sie wohnte aber zu Hause. Und dann fingen Dinge an, wie sie hat den Herd nicht ausgeschaltet. Also die typischen Dinge, die du vielleicht schon mal gehört hast. Oder dass sie Dinge vergessen hat und das Kurzzeitgedächtnis sie sich nicht mehr so richtig erinnern konnte. Und vielleicht hast du schon mal diesen Begriff auch der Konfabulationen gehört. Eine Konfabulation ist etwas, wenn jemand, der Betroffener ist oder Betroffene, sich nicht erinnern kann und dann versucht, das, was er nicht erinnern kann, diese Erinnerungslücken mit etwas zu füllen, was so sein könnte, was vielleicht so sozial verträglich ist, was es gewesen sein könnte, oder ich beziehe den anderen mit ein, ja, sag du mal an dieser Stelle, weil ich mich nicht mehr als Betroffener daran erinnern kann. Was
mir unangenehm ist und ich möchte nicht, dass es auffällt. Und aus dem Grunde neige ich zu diesen Konfabulationen. Und das ist natürlich ein schlimmes Phänomen, wenn ich selber bemerke, ich kann mir die Dinge nicht mehr so richtig merken. Und du weißt vielleicht, dass gerade das Kurzzeitgedächtnis davon eben zunächst stark betroffen ist. Gehe ich gleich auch noch ein bisschen weiter darauf ein, auf das Thema Gedächtnis. Zurück zu meiner Oma. Es war irgendwann nicht mehr möglich, dass meine Oma zu Hause lebt. Das war zu gefährlich. Und natürlich, aber meine Oma hat in dieser Wohnung, ich weiß nicht, 40 Jahre gelebt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, und da siehst du schon eine erste große Herausforderung für die Betroffenen, aber auch für Angehörige, diesen Wechsel zu vollziehen, dass man eine Brücke schafft, dass es jetzt in so eine Art von betreutem Wohnen übergeht oder auch eine Pflegeeinrichtung geht. Und dann haben wir uns Pflegeeinrichtungen angeschaut. Ich war jung und ich weiß damals, dass mich das total erschrocken hat. Also Wohnung und auf einmal in so eine Art krankenhausartiges Gebilde zu fahren, was so auf mich so sehr steril wirkte, wie so eine Krankenhausatmosphäre. Und dann denkst du, soll da meine Oma bleiben? Damals hatte ich noch überhaupt gar kein richtiges Bewusstsein, außer dass ich dachte, oh Mensch, wenn, und ich habe mir vorgestellt, wie ist das, wenn ich von zu Hause weg müsste? Also ich finde es immer wichtig, dass wir uns selber versuchen, das vorzustellen. Boah, das wäre heftig. So. Und das war damals schwierig für mich. Und dann wurde meine Oma aggressiv. Etwas, was ich nicht so von ihr kannte. Und meine Mutter damals sehr darunter gelitten hat, dass meine Oma so aggressiv geworden ist. Ja, es kamen dann weitere Phänomene mit Einkoten, Einnässen, also kommen mehrere Phänomene dann weiter dazu. Aber diese Aggression, obwohl meine Mutter sich doch so aufopferungsvoll um sie gekümmert hat, hat sie sehr, sehr belastet. Und da ist es dann zum Beispiel wichtig, wenn du mit Angehörigen arbeiten möchtest, dass du im Rahmen der sogenannten Psychoedukation, also der Aufklärung, deutlich machst, dass es sich bei einer Demenz um eine Erkrankung handelt. Warum? Weil wenn ich mir als Angehöriger immer wieder vorstellen kann, dass die Aggression beispielsweise Teil der Erkrankung ist, kann ich es leichter aushalten, als wenn ich mir das nicht so vorstellen kann. Also es geht ja um die Erleichterung. Ja, Erleichterung Angehörige. Natürlich geht es auch um die Erleichterung der Betroffenen. Ganz klar. Aber du siehst, welche Fläche das einnimmt. Also einerseits die Betroffene, meine Oma, meine Mutter, mich. Da waren viele dran betroffen. Natürlich auch finanziell, weil die Kinder jetzt Geld geben mussten, um dann dieses Pflegeheim mit zu bezahlen. Pflegeversicherung, aber dann Aufstockung und so weiter. Und vielleicht an dieser Stelle, dass du, aha, wir haben jetzt von einer Alzheimer-Demenz gesprochen. Früher sagte man dazu, das ist eine Ausschlussdiagnose. Heute sind wir da schon ein bisschen weiter. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben erstmal alles andere untersucht, warum jemand dement sein könnte. Und wenn wir dann keine Antwort mehr hatten, dann haben wir das Alzheimer-Demenz genannt, die man dann nach Postmortem festgestellt hat. Ja, da gab es so, wenn man sich das Gehirn angeschaut hat, dann konnte man sehen, dass da so Eiweißproteine waren, amyloide Plaques, sagt man dazu, oder beta-hämolysierende Plaques, die auch dafür gesorgt haben, dass die Nervenzellen sich nicht richtig mehr mit Nährstoffen versorgen konnten. Ja, dass es wie so eine Behinderung der Nervenzellen ganz, ganz einfach und komplex reduziert da war. Es gibt mehrere Hypothesen dazu. Selbst Alois Alzheimer hat die Hypothese gehabt, dass zum Beispiel auch die Glialzellen, Immunzellen im Gehirn nicht mehr richtig funktioniert haben. Das wurde aber nie so richtig beachtet. Also man kommt jetzt in der Forschung immer mehr zu mehreren Erklärungsmodellen, um das besser zu verstehen. Alzheimer-Demenz ist die bekannteste Form. Deswegen sprechen wir immer davon oder setzen es häufig gleich. Eine Demenz, ah ja, eine Alzheimer-Demenz. Aber, und das ist vielleicht nochmal wichtig für dich zu verstehen, es gibt eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen auch, die im späteren Verlauf in eine zusätzliche Demenz einmünden können. Zum Beispiel eine Parkinson-Erkrankung, weißt du vielleicht, ne? Diese Schüttellähmung, Salbengesicht, Trippelgang, ja, das ist so das, was eine Parkinson-Erkrankung ausmacht, die wird festgestellt.
Und dann sind es nicht wenige Patienten, die im weiteren Verlauf, wenn sie älter werden, auch noch in eine sogenannte Parkinson-Demenz einmünden. Oder multiple Sklerose. Ja, das ist so die Erkrankung mit den 1000 Gesichtern. Also auch eine neuronale Erkrankung, wenn du dich damit gerne noch beschäftigen möchtest. HIV-Demenz. Dann gibt es sowas wie eine PIC-Demenz. Ja, eine PIC-Demenz zeichnet sich dadurch aus, dass vorne, frontal, im Frontallappen, etwas verloren geht und dadurch das auch mit Verhaltensstörungen einhergeht. Ja, mit auch so einer Art Witzelsucht, vergröbertes Sozialverhalten, ich esse mit den Fingern, ich bin sexuell anzüglicher oder auch sexuell aggressiver. Also erst Verhaltensstörungen, bevor dann die Demenzsymptome der Vergesslichkeit, dass ich nicht mehr merken können, dann mehr und mehr auch in den Vordergrund treten. Okay, oder es gibt eine Generkrankung, Chorea Huntington. Also das heißt, was ich dir gerne sagen möchte, ich habe jetzt längst nicht alle aufgefüllt, es gibt Alzheimer-Demenz. Früher, ich sage das nur, um das sich besser merken zu können, heute können wir da besser tiefer gucken, war es eine Ausschlussdiagnose. Wir gucken erst neurologisch alles andere durch. Vielleicht eine wichtige oder die wichtigste Form noch, sei auch noch genannt, die sogenannte vaskuläre Demenz. Vaskulär, ja, also das heißt gefäßbedingt. Zum Beispiel durch einen Schlaganfall, ja, kann es auch zu Demenzsymptomen kommen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, je älter wir werden, desto mehr, ja, ist es halt so, dass wir auch möglicherweise in solche Symptome hineingehen, weil eben das Gehirn nicht mehr so super versorgt wird, wie es vielleicht mal der Fall war und dann gefäßbedingt. Aber es gibt eben neurologische Ausfallerscheinungen und wenn wir diese neurologischen Ausfallerscheinungen beheben, weil wir wissen, wo etwas stattfindet, ein Thrombus vielleicht im Gehirn oder wie auch immer, dass es dann auch nochmal zu Verbesserungen kommen kann, aber insgesamt wird es dann schlechter. Aha, okay, es gibt also verschiedene Demenzformen. Die bekannteste ist so Alzheimer, aber es gibt noch die vaskuläre Demenz, gefäßbedingt, okay, neurologisch. Dann gibt es eine ganze Reihe von neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose. Dann habe ich noch so die PIC-Demenz besprochen. Also das heißt, wir können uns die Erkrankungen angucken und wissen dann, okay, die münden im späteren Verlauf des Lebens noch in eine Demenz oder können hochwahrscheinlich, mittelwahrscheinlich noch in eine Demenz einmünden. Und die Alzheimer-Demenz ist so die Erkrankung, wo wir sagen, das ist die Demenz, das ist vielleicht die typische Demenz, da gibt es diese Hirnabbauprozesse und es gibt auch verschiedene Formen. Einmal sagt man mit spätem Beginn, Alzheimer-Demenz mit spätem Beginn, da sagt man nach 65. Lebensjahr. Die verläuft dann, wir sagen dazu, schleichend progredient. Also das heißt, der Abbau ist so schleichend progredient, wird immer schlechter mit jedem Jahr, ja. Man lebt noch vielleicht 20, 25 Jahre, aber es wird immer schlechter, möglicherweise. Warum sage ich jetzt so lange? Kannst du dir vielleicht denken, wieso, ich lebe doch nicht so lange. Heutzutage können wir durch bestimmte Untersuchungsverfahren auch schon anfangen zu identifizieren, relativ früh sogar, ob jemand in eine Demenz einmünden könnte oder nicht. Es gibt auch noch den Beginn vor dem 65. Lebensjahr und da spricht man von einem schnelleren Verlauf, der dann auch zum Tode führt. Und diese unterschiedlichen Demenzen führen auch unterschiedlich schnell zum Tod. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das möchte ich jetzt hier nicht so spezifisch, aber das ist für dich fürs Lernen ganz wichtig, dass du so ein Gefühl bekommst, aha, welche Erkrankungen, die ja noch in eine Demenz einmünden, ja, sind dann schnellstmöglich betroffen, dass jemand verstirbt oder wo dauert es länger. Und wenn wir uns die Symptome nochmal so ein bisschen anschauen, einer Demenz, dann haben wir dieses typische Symptom der Gedächtnisstörung, des Verlustes des Gedächtnisses. Und vielleicht weißt du, jetzt kann man auch so über Alzheimer sprechen, dass das Phänomen ist, das fand ich damals auch extrem spannend, dass das Kurzzeitgedächtnis mehr und mehr verloren geht, während das Langzeitgedächtnis noch vorhanden war. Und das erst dann nach und nach verloren gegangen ist. Also ich konnte kurzfristig meine Oma sich nicht merken, was sie noch gesagt hat oder was sie gerade gemacht hat. Aber langfristig von früher hatte sie es noch drauf. Das ist wie so eine Art Bibliothek vielleicht, die wir uns vorstellen können. Und das, was jetzt als letztes in unsere Bibliothek hinzugefügt worden ist an Büchern,
das geht verloren. Dass unsere Jugendbücher, die wir in der Bibliothek hatten, die bleiben noch lange stehen. Die gehen erst im späteren Verlauf dann weiter verloren aus unserer Bibliothek, sodass irgendwann eben kein Buch mehr übrig ist, worauf wir als Betroffene zurückgreifen können in Bezug auf Wissen, in Bezug auf Handlung, ja, in Bezug auf uns als Person, weil eben auch die Orientierung verloren geht. Ja, Orientierung ist in dem sogenannten psychopathologischen Befund etwas sehr Wichtiges. Und da gibt es vielleicht dieses Schema, vielleicht kennst du das, ZSOP. Also als erstes geht so diese zeitliche Orientierung verloren. Ja, Zeit, welcher Tag ist heute, welcher Monat ist heute. Dann das Situative, kann sich auch abwechseln mit dem O, mit dem Örtlichen, das ist nicht immer so klar, was als erstes verloren geht. In welcher Situation befinde ich mich? Aha, ich bin jetzt also gar nicht beim Fleischer, sondern ich bin in einer Psychotherapiesituation. Also das Erfassen der Situation. O, ZSO oder Ö ist Ort. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja? Und P steht dann die Orientierung zur eigenen Person. Das heißt, ich gucke in einen Spiegel und erkenne mich nicht mehr als Person. Und das geht in diesem Ablauf so verloren. Und daran kannst du sehen, ja, auch wie schwierig das ist, möglicherweise den Alltag noch selber zu bewältigen. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Und das ist eben, wie ich sagte, für die Betroffenen schwierig, die das merken und Ängste damit natürlich einhergehen. Und auch für die Angehörigen. Und es gibt so viele, so schöne, tolle Konzepte. Damals so alternative Konzepte, sowas wie eine Demenz-WG, also wo möglicherweise eben aber der Betreuungsschlüssel höher ist. Und ich möchte jetzt hier nicht das Fass aufmachen zum Thema Altenpflege. Ich habe so einen hohen, hohen Respekt vor Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, die Übermenschliches für mich leisten mit dieser unglaublich hohen Verantwortung. Das muss ich wirklich sagen. Also das muss jeder für sich auch schauen, ne? Wenn man da alleine ist, im Nachtdienst ist mit so vielen Menschen, die man betreut. Und trotzdem gibt es Konzepte, wo man vielleicht auch die Menschen noch versucht mitmachen zu lassen von Dingen, die sie früher vielleicht konnten. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich, finde ich, mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wo möchte ich meinen Angehörigen gerne unterbringen, wenn es zu diesem Thema kommt? Und da kann eben Psychotherapie Sinn machen für die Angehörigen, weil das möglicherweise in eine Anpassungsstörung münden könnte. Anpassungsstörung heißt ja, ich habe Schwierigkeiten, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen. Ja, das kann mir als Angehöriger passieren, weil ich habe Schuldgefühle, ich möchte mich kümmern, aber ich kann nicht mehr jeden Tag in die Einrichtung fahren. Ich kann mir auch nicht jeden Tag nach Hause fahren, ich habe ja noch meine Kinder. Und daraus entsteht unglaublich viel innerer Druck, der uns verzweifeln lässt. Und da wir immer älter werden, ist das ein Phänomen, was auf viele, viele Menschen als Betroffenen stößt. Und das habe ich ganz, ganz viel auch in meiner Praxis schon gehabt, dass ich eben Angehörige habe, die ja völlig erschöpft sind. Ja, und vielleicht kennst du das auch. So, also das mal ganz, ganz allgemein. Mehr will ich vielleicht heute gar nicht sagen. Ich habe zwar noch viele Sachen auf dem Zettel, ich möchte das Video auch nicht zu lang machen. Wenn dich das Thema interessiert, dann lade ich dich ein in eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie, wo du noch viel umfangreicher mit diesem Thema dich beschäftigen kannst, das verstehen kannst und eben Menschen helfen, unterstützen kannst durch das Wissen, was du erlangst. Und das ist das, was ich liebe, deswegen möchte ich dich gerne dazu inspirieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du einen Kommentar schreibst, wenn du den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, bis bald, dein Dirk.